Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute begrüße ich Sie sehr herzlich in Schöntal im Hohenlohekreis. Rund 5.700 Menschen leben verteilt auf 9 attraktive Ortschaften und zahlreiche Wohnplätze. In unserer Gemeinde ist das Leben lebenswert. Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich wohl und unsere Ortschaften sind selbstbewusst attraktiv und können teilweise auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die erste urkundliche Nennung einzelner Orte geht bis auf das Jahr 800 zurück. Götz von Berlichingen, das Schloss der Grafen von Zebelin in Aschhausen und die imposante Klosteranlage, die 1157 gegründet wurde, zeigen die historischen Dimensionen unserer Gemeinde auf. In unseren Ortschaften Aschhausen, Berlichingen, Bieringen, Kloster Schöntal, Marlach, Oberkessach, Sindeldorf, Westernhausen und Winsenhofen gibt es Ortschaftsräte, die gemeinsam mit den Ortsvorstehern dafür Sorge tragen, dass alle anstehenden Dinge so zügig wie möglich erledigt werden. Mit einer Markungsfläche von rund 82 Quadratkilometern sind wir flächenmäßig die größte Gemeinde im Hohenlohekreis und zählen zum ländlichen Raum. Die Landwirtschaft ist bei uns stark und sorgt für den Erhalt unserer Kulturlandschaft. Apropos Landschaft, unsere schöne Landschaft lädt ein zu Wanderungen oder Radtouren, an deren Ende Sie sich bei Speis und Trank in unseren guten Gaststätten stärken können. Unsere zahlreichen Besucherinnen und Besucher schätzen den hohen Erholungswert, den Schöntal zu bieten hat. Unsere Gemeinde hat die Infrastruktur, die jung und alt braucht, um gut leben zu können. Und durch das Bildungshaus im Kloster ist Schöntal auch als Tagungsort die erste Adresse. Für eine Gemeinde wie Schöntal ist der Zusammenhalt sehr wichtig. Nicht nur zwischen den Ortschaften, sondern zwischen den Menschen insgesamt. Unsere ehrenamtlich Tätigen in den rund 100 Vereinen leisten durch einen super Einsatz sehr viel Positives. Von Sport, Kultur, Seniorenarbeit bis hin zu Fanclubs für die erste Fußball-Bundesliga gibt es ein reichhaltiges Angebot. Und an dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, im Namen der Gemeinde allen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen, in der Feuerwehr, in den Kirchen und Verbänden, im Gemeinderat und in den Ortschaftsräten für ihren Einsatz zu danken. Was steht an in der Kommunalpolitik? Schöntal wird auch in Zukunft ein gutes Angebot im Bereich der Bildung und Betreuung haben. Bildung in den Kindertageseinrichtungen und in der Schule ist uns wichtig. In fast allen Ortschaften laufen derzeit Planungsarbeiten zur Schaffung neuer Wohngebiete. Die Weiterentwicklung unserer Gewerbegebiete verfolgen wir mit hoher Priorität. Die Pflege der Kontakte zu den Gewerbetreibenden ist in unserer Gemeinde selbstverständlich Chefsache. Auch in der Zukunft wollen wir das Ehrenamt nach besten Kräften unterstützen. Wir alle sind gespannt, welche zusätzlichen Herausforderungen auf die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und auf unser Schöntal durch die Corona-Pandemie zukommen werden. Ich persönlich bin mir sicher, wenn alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen, dann werden wir jede Herausforderung meistern. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sollten Sie Schöntal noch nicht besucht haben, dann wird es höchste Zeit. Kommen Sie gerne einmal zu uns und genießen Sie unsere schöne Gemeinde mit ihrer tollen Landschaft. Sie sind herzlich eingeladen.